Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Wir haben jetzt letztes Mal eine Möglichkeit gefunden, wie man Wheatley besiegen kann, nämlich mit einem Paradoxon so. Und ja, jetzt müssen wir erstmal zu ihm hoch. Gladys meint, sie müsste mit... Es gibt wohl bessere Pläne, um gegen eine allmächtige, machtgeile KI vorzugehen. Aber immer noch besser als zu explodieren, ein wenig. Ja, wir kommen wieder in die vernünftigen Teile der Anlage. Oh, und es kommt direkt ein Lift entgegen, das wäre sehr freundlich. Also, sie hat vor, mit Hilfe eines Paradoxons, jeden Schaltkreis in seinem Kern zu grillen. Sie darf sich dabei nur nicht selber zuhören, das wäre ein Problem. Interessanter Ladebildschirm. Was hat Wheatley mit der Anlage gemacht? Ja, wir sind hier bei Teil 8, die Unruhe. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Bring uns da runter und ich gebe ihm ein Paradoxon. Heißer, kochend heiß, okay, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade, es ist kalt, ganz kalt. Nun drückst du endlich den Knopf! Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir mucksen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. Also der Kerl hat Turrets mit gewichteten Speicherkubi kombiniert. Was passiert denn, wenn wir den hier reinhalten? Kaputt. Gut, mein Kleiner. Yes, ich wusste, du schaffst es. Hey, Schwachkopf. Oh. Hallo? Zeit für Paradoxa. Dieser Satz ist falsch. Nicht darüber nachdenken. War, würde ich sagen. Das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Es ist ein Paradoxon, es gibt keine Antwort. Dort! Ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage Warte, sofort evakuiert. Das hatte ich doch repariert. Warnung, kritischer Reaktor, Kern. Na, repariert. Hey, wie schön euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's! Hier kann man nicht durchschießen, verdammt. Ich schau mal, ob ich einen gewissen Trick du bei... Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen, die ganze Zeit. Sonst krieg ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Oh, aber ich sag dir, wenn ich dann teste... Oh, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen, immer nur testen. Okay, du testest, ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Wir haben ein Problem. Ja, das würde ich auch sagen, Gladys. Ja, was machen wir? Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Sehr tödlich, extrem gefährlich. Im Moment noch nicht, aber ich arbeite hart daran. Oh, ja. Gut gemacht. Ach, da oben ist der Kerl. Das ist einmalig. So. Nee, hier habe ich nicht die Möglichkeit. Du bist noch nicht fertig. Du musst noch durch die Tür da. Geh durch die Tür. Es gibt ab und an die Möglichkeit, was kaputt zu machen. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Los geht's! Mach's einfach nochmal! Und... nichts.
Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests, neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ah, da sind sie. Ja, der Kerl ist nicht der hellste. Aber er ist ja auch ein... Was erwartet man bei einem Kern, der eingesetzt wurde, um dumme Ideen zu produzieren? Beim größten Schwachkopf aller Zeiten. Wir haben also eine Chance, ihn zu finden. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Oh. Dieser Test ist von mir. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Gut. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das ist ein Traktorstrahl. Und der macht das hier. Wir wollen natürlich hier was aktivieren. Deshalb müssen wir das so machen, wenn ich mich recht erinnere. Weil dieser Strahl wird halt auch dadurch übertragen. Oh, ich glaube, wir müssen stattdessen noch was mitnehmen. Na gut, wir können natürlich auch schauen, was passiert, wenn wir einfach nur dagegen kommen. Wir sehen es, also wir sehen es nicht, aber es geht eine Tür auf. So. Muss ich gleich das orange Portal erstmal umsetzen, damit wir vernünftig zum Frankenkubus, werden sie, glaube ich, genannt, kommen. Man sieht, das Spiel bringt immer wieder neue Elemente ein. Ich mag das sehr. Gut, jetzt muss das Ding da unten hin, also... Wie bringen wir das Ding nach unten? Indem wir von hier aus schon... Ah, ich habe eine Idee, was man machen kann. Jetzt möchte ich einmal sehen, ob das klappt. Ja. Tschüssi. Ich hoffe, es klappt. Nee, augenscheinlich nicht. Dann... Eigentlich hätte es ja sowieso dahin gemusst. Aber eigentlich müsste es eine Möglichkeit geben. Also es gibt sehr häufig dann die Möglichkeit, dass man irgendwie was dagegen schleudert, um den kaputt zu machen. Wenn das jetzt nicht klappt, dann... Dummheit meinerseits. Nee, ich schätze, es muss dafür ein Sturz her. Ah, ich habe eine Idee. Das geht theoretisch, wenn wir erst das Orange hier hinsetzen. Und das Ding... Oder setzen wir es lieber hier hin, weil den Schalter brauchen wir später. Die Idee ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich hoffe, es funktioniert. Erwarten, bis der da oben ist. Und jetzt den hier machen. Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Dem großen göttlichen Gesicht? Da soll doch der Block rein, nicht ich. Ja gut, ich jetzt auch. Aber sowas kann man relativ oft machen. Den halt versuchen zu erwischen. Und ich werde halt versuchen, das so oft wie möglich zu schaffen. Oh. Gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hole euch dann ein. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Toll, Gladys. Ja, gut. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Da ist wieder das Gesicht.
Okay, es bleibt uns nichts anderes übrig. Bringt uns noch erstmal nichts. Aber wir können natürlich das... Ah, nee, warte. Ich glaube, es wäre besser, erstmal umzusetzen und schauen. Nein, das war falsch. Irgendwie läuft das anders, glaube ich. Ha. Ah, jetzt steht hier zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Ah, wart mal. So. Jetzt können wir uns von unten nach oben tragen lassen. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Egal, löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Gut. Da kommt jetzt also wieder einer raus und er fällt einfach. Der soll also zu uns. Und auch hier habe ich vor, die wunderbare Tatsache zu nutzen, dass man Wheatleys Gesicht demolieren kann. Obwohl, dafür sollte er erstmal hier drin bleiben. Dafür müssen wir nämlich einfach nur hier ein blaues Portal setzen. Weißt du, was es hier im Überfluss gibt? Monitore. Erst vorhin wünschte ich mir noch, ich hätte weniger davon. Du tust mir also einen großen Gefallen, wenn du sie zerschlägst. Zack. Und hier. Wofür wir das eigentlich brauchen, weiß ich noch gar nicht. So. Ich sehe es. So, einmal hier raus. Nehmen. Hinsetzen. Portal. Zack. Oh ja. Gut gemacht. Danke. Wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein. Was auf die Wir stecken tief im Dreck und sterben wohl gleich. Aber das war's, Liet. Ja, Gladys, du hast Humor. Nicht unbedingt immer den besten, aber solche Stellen gefallen mir sehr. Hier ist doch eine gute Nachricht. Die Anzahl der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorrat. Dann mal schauen, was er jetzt für uns hat. Ich komme! Noch nicht anfangen! Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Verdammter Mist. Skelette. Richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Was zur Hölle macht der Kerl? So wie eine Erinnerung. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Doch. Gut, da müssen wir wohl rüber. Das so? Mehr oder weniger. Da? Schon eher. Schauen wir mal, was das hier macht. Oh. Nee, den müssen wir... Ach nee, müssen wir den so fangen? Ja, hier. Hä? Wo landet das Ding denn? Es landet noch näher hier. Heilige. Vielleicht das jetzt wenigstens? Ja. Einmal her damit. Ganz nonchalance. Was?
Was zur Hölle? Wheatley, was soll der Scheiß? Gut, wie du meinst. Oh. Das muss einem auch erstmal gelingen. So, wir müssen uns also da erstmal aufhalten. Du bleibst hier, Freundchen. So, jetzt. Und hier rüber. Und jetzt machen wir wieder das Gesicht kaputt, würde ich sagen. Du landest jetzt mal da. Was steht denn da gegenüber? Ah, zu hoch. Gut, gut. Lauf wieder dahin. Und diesmal setze ich es hier hin. Okay. Ehrlich gesagt, ich war da ein bisschen sarkastisch. Die Monitore sind schon ganz nützlich. Also, wenn du jetzt aufhören könntest, sie zu zertrümmern. Komm ich da dran? Nö. Na gut, dann eben erst so. Läuft sogar perfekt rein. Dachte ich. So ist perfekt. Sollte ich nur vorher auch hin. Das ist der Fehler im Plan. Gut. Portal. Oh, nun geht's los. Oh, wie enttäuschend. Gut. Erstmal hier rein und dann beenden wir die Folge. Es geht wieder nach oben. Ja, ja, gleich kommt wahrscheinlich wieder das fette Wheatley drüber. Yep, Wheatley Laboratories. Sicher unbedeutend. Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Gut, wir testen weiter, aber das erst in der nächsten Folge. Bis dahin, cheerio, euer Scarecrow. Ich hoffe, das Let's Play gefällt euch und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.